direkt hier unten zwischen den Blocks machen. Ja. Grüne hinstellen und so weiter. Also, aber du musst dann also den ganz neu so Bescheid geben, weil du Stress nehmen. Weißt du, wie jetzt kommt jemand hoch und so macht. Hallo? Stress. Ich kenn dich schon. Alles geht ab. Mein Lehrer, hat die wie ich sie ein? Was? Mein Lehrer, du. Na gut. Das ist doch deine Wohnung hier, da musst du doch nicht, weiß doch, wie hier alles aussieht. Am Ende ist mir auch egal, wie die Bühne und so weiter, wie das alles aussieht. Mir geht es darum, ich möchte spenden. Ja. Spenden für Afrika. Ja. Wir kennen da so Leute, die können mir das Geld dann geben. Es ist alles ein bisschen zu kompliziert, aber für mich ist das gut. Und für euch hier in Marzahn ist das am Ende auch eine gute Sache. Ihr tut was für die Allgemeinheit. Ihr gebt zurück. Oder ist so. Gut gegen Rassismus. Am Ende des Tages muss es ja für irgendwas gut sein, außer für Portemonnaies. Deswegen machen wir es ja in Marzahn. Hier ist das Leben noch am Boden. Das ist am Boden. Das bleibt doch am Boden. Weißt du, bei McDonald's, wenn du an der Kasse da stehst, haben die doch immer dieses Häuschen. Ah, das wo du Geld spenden. Ja, ja. Das ist genau dasselbe. Mhm. Wer macht jetzt was? Luciano Hauptdeck. Mhm. Ich bin auf der Bühne immer ganz halt. Ja? Ja, ein bisschen Boom Boom Bang. Mhm. Er ist auch Rapper. Ah. DJ Desu natürlich, den kennt man weltweit. Du kochst von mir aus? Bolsch. Und was machst du? Produktion. Ah. Ich bin aus Spanien, aber habe Produktion Erfahrung viel. Wer ist das hier? Nachbar. Ja, der kann auch irgendwas machen. Wir kriegen hier für jeden einen Job. Wir schaffen Jobs. Wir machen alle glücklich. Mhm. So sagen Schirmherr. Ich komme hoch auf die Bühne, habe so einen großen Scheck. Kennst du, kennt ja diese. Ah. Und ich schreibe 1 Million darauf. Spende schon mal. Was sonst noch rumkommt an Geld, gucken wir, was wir damit machen. Ja. Könnt ihr das organisieren für mich? Ja, ja, klar. Ihr kennt doch auch hier die ganzen Leute. Hier ist auch ein Späti hier unten. Könnt ihr gleich beim Späti, legt ein paar Flyer hin oder so. Hier, Mixmarkt. Ihr kennt doch hier alle. Holt die alle ran, damit auch ein paar Leute kommen. Ist ja umsonst. Ja, wenn ihr da wollt, komme ich auch mal hoch, sehe ein bisschen meinen Blog. Sind die hier auch alle ein bisschen glücklich? Mhm. Von mir aus, da kann er filmen. Macht ein Video draus sogar noch für eure Sendung. Ich erkläre, wenn jemand Geld hat, dann muss man viele Steuern zahlen. So wird man arm. Aber wenn man Geld ausgibt, muss man weniger Steuern zahlen. Jemand, der reich ist, braucht guten Image. Deswegen macht er so Charity-Konzert für die afrikanischen Kinder und spendet paar Millionen auf so ein Charity-Konto. Aber niemand weiß, dass das Konto in Wirklichkeit diesem jemand gehört. Er muss jetzt keine Steuern zahlen und behält sein Geld. Ja, ist gut so. Ja, ja, ich mach schon was. Machst du was? Ja. Ja, aber sag ihm dann bitte ohne diese Popel-Sache wieder, ne? Gazüle, mach. Weil ich mein Auto damals wiederbekommen habe, ne? Da war er auch nicht ohne Popel. No, sorry, Digga, aber der ist jetzt in Behandlung. Oben bei Fenster aufmachen. Hat er bestimmt gepopelt und wollte ein bisschen Verdeck aufmachen und hat schön hier oben rangeschmiert. Der hat Sponsoring von Kiel bekommen, der hat auch da Popel hinterlassen auf dem Auto, hat jetzt auch verkackt. Okay, Sigi, wir haben jetzt verstanden, wir machen das schon. Ruf mich an, ich kläre das schon alles. Ja, das war Gott. Ich rede doch mit dir, ja. Mit Absicht. Aber es ist auch immer so Frühling, es sind viele Psychopathen, haben ein bisschen Dings, und, aber das kriegen wir jetzt hin.